Zurück bei 110, das Polizeimagazin. Na, das hat doch wunderbar geklappt, Herr Heiß. Aber bei uns im Studio stimmen natürlich auch die Bedingungen. Ganz anders sieht es da manchmal aus, wenn Markus Heiß unterwegs ist für das Polizeimagazin auf heißer Spur, direkt am Ort des Geschehens, auf Tuchfühlung mit der Polizei, Auge in Auge mit dem Verbrechen. Da kann es schon mal zu gefährlichen Situationen kommen. Da gibt es Orkane über München, gemeingefährliche Aufzüge oder auch wilde Verfolgungsjagden zwischen Bussen und Autos. Und dann sieht unser Polizeireporter Markus Heiß rot. Hallo und herzlich willkommen bei 110, das Polizeimagazin. Sie sind mit dir. Hier geht das super los. Ja. Sturmwarnung. Ach, den Aufmacher schneide ich auch in der Stunde nach. Jetzt haben wir es fast schon. Jetzt. Okay. Rund 200 Politessen sind in München unterwegs und korrigieren das korrekte Parken. Wer dort also über eine rote Ampel drüber fährt. Stopp. Jetzt habe ich mir vorhin die ganze Zeit die Moderationen eigentlich durchgelesen. Ob bei Demonstrationen, Fußballspielen oder bei der Streife im Englischen Garten, die Beamten. Ne? Deshalb hat die Verkehrspolizei München immer öfters Radelschwerpunkte gemacht. Die ist doch alles hinten und vorne falsch. Seit dem 29. April läuft im ganzen Freistaat die Aktion Sicher auf Bayerns Straßen. Bereits zum 34. Mal verbläst mir der Wind diese Moderation. Oder sie stoßen mit Fußgängern zusammen. Immer. Ach so, ja. Sie prallen mit Fußgängern zusammen oder sie stoßen mit anderen Radlfahrern zusammen. Rund 200 Politessen sind in München unterwegs und Was habe ich denn jetzt immer mit korrigieren? Und kontrollieren, kontrollieren. Suchen Sie den Fehler, er ist nicht im Bild. Zwei Sätze haben noch gefehlt. Oh Mann! Das war's mit 110 im Polizeimagazin. Wir stunden auf weiter. Was ich geboten. Am 13. April 1967 hat der damalige Bürgermeister Georg Brauchle die Verkehrszentrale im Polizeipräsidium eingefeiert. Die Verkehrspolizei. Gibt's doch nicht dahin. Zurück bei 110, das Polizeimagazin. Mei, oh mei, oh mei, das kann jetzt nicht so schwer sein, hey. Ja, ich nehme mal schon. Seit wann es die Polizei in München gibt, zeigt Ihnen der folgende Beitrag. Zurück bei 110, das Polizeimagazin. Kannst du dich irgendwie so hinstellen, dass ich dich nicht mehr sehen kann mit der Kamera? Ja, genau. Zurück bei 110, das Polizeimagazin. So, kurz die Antwort. Ich schneide Satz für Satz. Rund 200 Politessen sind in München unterwegs und kontrollieren das korrekte Parken. Doch kaum ein Autofahrer weiß, dass der Bus jetzt genau hier hält. Meine Kollegin Stefanie Walter war bei der Auftaktveranstaltung beim Ja, jetzt kommt der Wind wieder. Ei, oh mei. Jo, immer nach einer Antwort kommt der Wind ein bisschen. Das war's mit 110, dem Polizeimagazin. Besten Dank für Engfunk. Das war es mit 110, das Polizeimagazin. Alle weiteren Informationen und Beiträge der Sendung finden Sie auch im Internet unter www.münchen-tv.de. Besten Dank fürs Einschalten. Ciao und Servus.